Yo, ist Mr. Mike. Heute habe ich mir gedacht, eigentlich habe ich mir schon länger gedacht, ich starte mal eine neue Serie und zwar, was mich so richtig abfuckt. Ich habe gemerkt, Leute stehen drauf, wenn sie wissen, okay, das macht den Typen richtig fertig. So eine Art, ne? Das ist so ein menschliches Ding, wo man zusammen dann weiß, okay, dem geht's nicht gut, das schaue ich mir an. Ist so, das ist wirklich so, wissenschaftlich bewiesen, habe ich eine Studie schon gestartet, Video findet ihr, was weiß ich, wo, scheiß drauf. Aber bevor ich jetzt mit dieser Serie anfange, möchte ich natürlich erstmal, was mir wirklich sehr wichtig ist, die positiven Aspekte hier jetzt kundgeben. Und zwar, eigentlich will ich mich dafür bedanken, für den ganzen Support von den netten und lieben Leuten, die es da draußen gibt, die mich supporten, die mir folgen, die mir Spenden zukommen lassen. Letztens, ja, das ist wieder schon ein paar Wochen her, wollte mich schon lange dafür bedanken, um 1:30 in der Nacht, ich war noch auf, habe Videos gemacht, auf einmal bekomme ich eine E-Mail, eine Benachrichtigung, sie haben eine Spende erhalten. Da hat mir echt der Sebastian in der Nacht um 1:30 in der Nacht kommt der Sebastian auf die Idee, um mir eine Spende zu geben, echt abgefallen. Und gesagt, hey, was ist denn jetzt los, wieso und überhaupt. Das sind so Dinge, wo ich denke, krass. Leute feiern wirklich das, was ich tue, unterstützen mich, auf egal auf welche Art und Weise, ob sie mir Geld geben, ob sie mein Merch kaufen, ob sie einfach meine Videos liken, ob sie teilen, Mundpropaganda, ne? Man sagt anderen Leuten davon, hey, schau dir mal Mr. Mikes Video an und sowas, weiß ich, alles, die ganze Liebe, was so abgeht, echt, vielen Dank dafür und das ist echt schon, ich bedanke mich dafür viel zu selten, ich nehme das schon viel zu selbstverständlich hin, das berücksichtigt man so gar nicht, weil ich mich schon so ein bisschen auch dran gewöhnt habe, jetzt nicht an Spenden oder so, aber überhaupt, dass Leute sagen, hey Mike, geilen Scheiß, du hast mich motiviert, ich gehe jetzt auch raus, ich gehe jetzt auch Basketball spielen und so, echt abgefahren, wo man echt denke, krass, ich habe mit den Videos niemals mit diesem Aspekt angefangen, um Leute so zu motivieren oder so, ich wollte einfach nur Videos machen, weil ich Bock drauf hatte, Spaß hatte, mich selbst zu filmen und so, und wie sich das so jetzt über die Jahre hinweg weiterentwickelt hat, echt Hammer, hammer geil. Echt vielen Dank an alle, jeden Einzelnen da draußen. Es gibt so viele, wo man immer wieder liest. Leute, die wohl schon seit Jahren dabei sind und immer noch kommentieren, wo ich mich immer wieder freue, von denjenigen zu lesen. Einfach geil. Schönes Gefühl, echt krass. Einfach eine coole Community, echt ohne Witz. Hammer, hammer geil. Baller da draußen oder die, wo sie auch dann nicht nur fürs Basketball interessieren, was ich mache, sondern auch, wie es mir privat geht, was ich privat für einen Scheiß mache und so. Echt Hammer. Das ist wirklich ein saugeiles, schönes Feeling. Ja, also jetzt erstmal zu den Positiven. Und jetzt möchte ich damit starten, was mich so abfuckt. Ist eine Menge, was mich abfuckt, aber es fuckt mich jetzt nicht in der Hinsicht auch ab, dass es mich am Boden zerstört oder was weiß ich. Oder einige schreiben dann immer, wenn ich sowas sage, hey, das regt mich auf oder was weiß ich, dass ich mich drüber beschwerde und was weiß ich. Keine Ahnung. Es ist, wenn du YouTube-Videos machst, gewöhnst du dich über die Jahre hinweg daran, dass es Leute gibt, die dich entweder haten, dich nicht leiden können, Moralapostel, Klugscheißer, ne, die ihren eigenen Senf irgendwie verkaufen wollen, weil sie denken, sie haben die Wahrheit gepachtet. Nur das, was sie für richtig halten, ist auch richtig. Einen anderen Weg gibt es nicht, eine andere Meinung gibt es nicht, nur sie zählen. Du lernst wirklich Leute kennen, wo du denkst, Alter, das ist jetzt nicht sein fucking Ernst. Aber doch, das ist sein fucking Ernst. Der will jetzt hier wirklich den Moralapostel raushängen lassen und will dir erzählen, wie es zu tun ist und nicht anders. In so vielen Sachen, in Sachen Basketball, ne? Technikmäßig, Mike, du kannst nicht so werfen, Mike, tu dein Bein runter beim Werfen, zieh dich nicht immer halbnackt aus, spiel nur mit T-Shirt, in der Erziehung, wenn ich mal Videos über meine Tochter mache, ne, so, ey, Mike, du kannst das nicht machen, nimm dem Kind den Schnuller weg, das musst du sofort machen, weil so ist es richtig, ich habe das auch so gemacht, hey, ich habe zwar keine Kinder, aber hey, Mike, ich weiß, wie es läuft, weißt du, alles, solche Moralapostel, die selbst irgendwelche Scheiße und Leichen im Keller haben, wo du denkst, Alter, wer bist du, du hast nichts vorzuweisen, kommentierst hier mit einem anonymen Account, hast nicht mal ein Profilbild, hast keine Videos von dir, kein Schwein weiß, wer du bist und du selber denkst, du kennst mich, weil ich Videos von mir selber hochlade, wo ich ja eh nur einen Teil von dem preisgebe, was so in meinem privaten Leben abläuft. Weißt du, die Leute wissen ja, die kennen dich persönlich ja wirklich nicht. Die haben halt nur so das, was ich an Videos mache, ne? Und dann bilden die sich ihre eigene Meinung, denken irgendwie falsch weiter und behaupten Sachen oder denken sich Sachen aus, wo sie denken, hey, Alter, wie kommt der auf den Scheiß? Das ist doch totaler Schwachsinn, stimmt ja gar nicht, weißt du? Aber
da spare ich mir das Kommentieren und sage natürlich auch nicht, wie ist das richtig oder was weiß ich. Zeitverschwendung. Zeitverschwendung schlechthin. Ich lasse die Leute gerne klugscheißen. Mich regen sie halt so in der Hinsicht auf, blockiere dann auch wieder gerne, weil ich habe von dem Typen, aber keinen Bock, von dem Typen immer wieder was zu lesen, weißt du, weil für mich Zeitverschwendung. Aber so ist es halt, das Internet. Ne? So viele schlaue Leute. Diese Leute sind auch so schlau und so engagiert, dass sie sich um jemand anders kümmern, bevor sie sich um sich selber kümmern, weil bei ihnen selber läuft es wahrscheinlich schon so gut oder auch nicht, was weiß ich. Oder es interessiert sie einfach kein Schwein für sie, dass sie versuchen, irgendwie Interesse herzuholen von jemand anders, was weiß ich. Ja, mich interessiert es einfach nicht, deshalb, ja. Was auch immer geil ist, blöde Sprüche, blöde Kommentare irgendwie, wenn jemand sagt, Mike, so wie du dich anziehst, das scheiße, ich zieh dich nochmal so oder so an. Es ist das Abgefuckste überhaupt, wo ich mir denke, Alter, echt jetzt, du willst mir weiß machen, also willst mir jetzt sagen, dass dein Style oder so wie du dich anziehst besser ist, weil dir nicht gefällt, wie ich mich anziehe. Zum Beispiel mein langes Unterhemd, ne? Ich habe immer langes Unterhemd an, ist einfach mein Style, weißt du? Breite Hosen natürlich, ist aber auch natürlich bei mir natürlich auch bedingt, weil ich natürlich sehr große Kokones habe, ne? Und einen riesen Pimmel. Ich brauche diese weiten Klamotten, sonst wird es wirklich eng, quetschen, stören. Also gesundheitlich muss ich so weite Sachen tragen. Das verstehen natürlich dann kleine Kiddies oder andere Leute nicht, die mit kleinen Pimmels und kleinen Eier durch die Welt laufen müssen. Das ist auch nicht schlimm, aber ja, wenn halt ein blöder Spruch dann kommt, ich bin der Erste, der mit dem blöden Spruch zurückbombt, weil das ist für mich einfach die beste Unterhaltung. Ich feiere das einfach. Ich feiere das, wenn echt Leute denken, sie haben so den Style gepachtet, ne? Sie sind so die Style-Polizei und wollen jetzt irgendeine Scheiße erzählen. Und heutzutage, die Mode ändert sich ja ständig, weißt du? Wenn du zurückgibst in die 90er, wie sind wir da rumgelaufen? Erst die ganz kurzen Hosen, Boxershort-mäßig im Basketball, dann die breiten Klamotten, die 2000er, jetzt geht's wieder zurück, jetzt werden die Hosen wieder enger und was weiß ich nicht, die Umhänge, Gucci-Taschen, Gucci-Hüte, weil die Rappers tragen müssen, die Kiddies auch tragen, weißt du, abgefuckte Szene immer wieder, da lege ich mich ja selber gar nicht auf, aber ich finde es immer nur lustig, wenn Leute dann sagen, hey Mike, du bist oldschool, ja bin ich auch, aber Mike, so wie du dich anziehst, das ist nicht richtig, nein, du musst dich so anziehen. Wie kann man denn von sich aus jemandem sagen, Alter, zieh dich so an? Wieso sollte ich, das wäre so, als würde ich durchs Internet schreiten und die Leute sagen, Alter, deine Hose ist zu eng, zieh sie breiter an. Weißt du, ich weiß nicht, ich verstehe den Gedanken nicht, wie sind die Leute drauf? Wie kann man von sich selber behaupten, dass man selber den Style gepachtet hat und selber den besten Style oder die beste Ahnung oder... Weißt du? Nein, Mann. Ist so nicht. Das ist Bullshit, Alter. Es ist immer so witzig. Das ist so witzig. Und ich liebe das halt auch einfach, dumme Sprüche zurückzugeben, zurückzubomben. Ey, für mich die beste Unterhaltung. Und ja, wenn du das jetzt schon wieder so siehst, dass ich mich drüber beschwere. Es ist kein Beschwer, Mann. Für mich ist es Unterhaltung, weil ich weiß ja, wie es ist. Weißt du? Ich weiß, wie es ist. Du kannst jemanden deinen Geschmack nicht aufzwingen. Und das ist das Ding. Versuche ich einfach auch überhaupt nicht. Ne? Ich mache einfach mein Ding. Das seht ihr in meinen Videos. Ne? Ich laufe so rum, wie ich rumlaufe. Ich rede, wie ich rede. Mucke ist am Start, wie ich es haben will. Ich mache alles so, wie ich will. Ne? Und wenn jetzt jemand ankommt und sagt, hey Mike, so wie du das machst. Nö, gefällt mir nicht. Das ist weder Kritik. Das ist keine Kritik, weil dir gefällt dir einfach nur mein Style nicht. Ne? Meine Art, wie ich bin. Entweder ich bin dir sympathisch und du findest das toll, was ich mache und wie ich es mache oder auch nicht. Das ist dann keine Kritik. Die Leute checken heutzutage schon nicht mehr wirklich, was Kritik ist und was nicht, weißt du? Das ist schon wirklich sehr erschreckend. Wenn ich dann so lese, hey Mike, beschwer dich doch nicht. Du kannst ja mit Kritik nicht umgehen, wie ein kleines Kind. Ja. Weißt du, die schreiben was und dann schreibe ich zurück, auf blöd aber auch, weil ich es ja nicht ernst nehme. Und dann sagen sie, oh Mike, du kannst mit Kritik gar nicht umgehen. Aber ja, es ist ja von Anfang an schon keine Kritik, weißt du? Und wenn das Kritik ist, müsste ja das von mir auch Kritik sein, weil ich sage dir nur meine Meinung, wie ich das dann sehe. Ne? Es ist aber so ein Kreislauf, der überhaupt keinen Sinn macht, wenn man sich über Geschmäcke unterhält. Da kannst du auch sagen, über Musik zum Beispiel, was ist die beste Musik? Hip-Hop, Metal, was weiß ich. Wenn jemand Metal steht, wie kommt man zum Beispiel auf die Idee und sagt, Metal ist scheiße, Hip-Hop ist besser? Das ist so eine Diskussion, die hinten und vorne keinen Sinn macht. Ich lasse den Metaler Metal hören und ich höre einfach weiter mein Ding und so sind alle glücklich. Das ist das Grundprinzip, was ich gerne vermitteln würde, aber die meisten werden es eh nicht checken, weil sie denken, und deshalb keine Ahnung. Ansonsten, was habe ich noch? Das habe ich gar nicht. Ich habe wirklich eine Liste gemacht, wo ich gesagt habe, ja, das fuckt mich ab. Habe ich jetzt alles so gar nicht rausgelassen. Das ist jetzt zum Start.
der Start von der Serie, damit ihr mal wisst, wie es jetzt so läuft. Am Anfang mache ich immer erstmal ein bisschen positives Feedback, mich zu bedanken, was cool ist und so. Und dann mache ich erstmal, was mich abfuckt, um das so ein bisschen in der Waage zu halten, weil mir geht's gut, weißt du? YouTube macht mir Spaß, Supporter sind am Start, Hater sind am Start. Hater ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass du weißt, es läuft gut. Ohne Hater ist auch kein Erfolg in Sicht. So gesehen bräuchte ich noch mehr Hater, ne? Eigentlich, finde ich. Also Hater, könnt euch gerne bewerben. Bester Hater bekommt am Ende des Jahres ein Fan-Package zugeschickt. Oder was weiß ich, keine Ahnung. Ansonsten Feedback geben, eure Meinung. Ich hoffe, ich kann unterhalten und das ist ja auch das Wichtigste überhaupt. Egal, was ich für ein Video mache, über was auch immer. Unterhaltung, Mann. Wenn du gut unterhalten worden bist bei diesem Video, bist du bei mir richtig, weil ich sitze einfach nur hier, laber und das ist es schon. Es ist so eine einfache Art von Unterhaltung und das schaffen auch nicht viele. Sich einfach nur eine Kamera zu schnappen, hinsetzen, labern, hier 11 Minuten gleich voll, Hammer. Oh, zweimal Werbung schalten, nicht schlecht, läuft auf euren Nacken. In der Hinsicht sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Böööö.